So. Gut, bitte. Ja, hallo, hier. Ich bin der Michael. Ich bin hier von der Bürgerinitiative Kielsteg erhalten. Bin Anwohner und wohne selber seit 11 Jahren hier am Weichselplatz und kenne auch so lange diese Brücke schon. Und wir haben vor 2 Wochen mehr oder weniger durch den Zufall erfahren, dass die abgerissen werden soll. Und sind alle völlig überrascht gewesen und haben uns dann zusammengetan, zunächst mal 10 Anwohner, und haben diese Bürgerinitiative gegründet und haben seitdem eigentlich auch schon ziemlich viel erreicht. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Internetseite, wir haben bis dato 800 Unterschriften sammeln können gegen die Aktion, denn wir haben den absoluten Rückhalt der Anwohner hier. Also jeder, der vorbeikommt, ist entsetzt, wenn er erfährt, was hier passiert. Und seit die Brücke, das sieht man vielleicht hier, seit Anfang der Woche abgesperrt ist, ist das Entsetzen noch viel größer, weil die Anwohner jetzt auch merken, was ihnen eigentlich fehlt. Und was uns am meisten geärgert hat, dass es im Vorfeld keine Bürgerbeteiligung gegeben hat dazu, dass wir nicht informiert worden sind und mitgestalten konnten, denn 100 Meter weiter weg soll es eine Aussichtsplattform geben, die wesentlich mehr kostet als die Sanierung der Brücke. Die Brücke hingegen mit horrenden Sanierungskosten veranschlagt, die wir nicht nachvollziehen können. Denn die Statik der Brücke ist, wie man sieht, einwandfrei. Das haben wir auch durch ein eigenes Gutachten beim Statiker bestätigen lassen. Und von daher ist es für uns nicht ganz nachvollziehbar, was hier passiert. Was hat jetzt die Initiative alles an unternommen? Wir haben im Prinzip erreicht, dass die Brücke noch steht. Ohne uns wäre sie diese Woche abgetragen worden, weil wir einen Antrag auf Denkmalschutz gestellt haben. Das ist ein laufendes Verfahren, das ist noch nicht entschieden worden. Denn wenn man da hinten guckt, an die Lohmühlenbrücke, sieht man, das angeschnittene Haus. Das Haus ist deshalb angeschnitten, weil da die Mauer entlang lief. Und dieser sogenannte Notsteg ist damals verrichtet worden, damit dieser Teil Neuköllns, der noch zum Westen gehörte, eine Anbindung hat, eine fußläufige Anbindung an den südlichen Teil Neuköllns. Und von daher ist es unserer Ansicht nach auch ein historisches Denkmal. Da drüben zum Beispiel wurde eine Szene aus Himmel über Berlin von Wim Wenders gespielt, kurz vor Mauereröffnung, und viele Anwohner, die hier drüben wohnen und die Brücke noch aus der Zeit der Mauer kennen, verbinden damit einfach auch einen historischen Wert, den wir auch erhalten wollen. Und hier für den Spielplatz ist die Brücke ja auch wichtig. Das ist ein weiteres Argument, gut, dass du das sagst, weil man sieht eben hier den Spielplatz, den Weizenspielplatz, der auch vor 4 Jahren ungefähr saniert wurde und seitdem sehr beliebt ist bei Kindern. Und viele Kinder und Eltern, die hier am Kielufer wohnen, nutzen diese Brücke natürlich. Und unter Woche auch Kitas, die hier rüberlaufen und die sonst über die Lohmühlenbrücke laufen müssten, die sehr stark befahren ist von Bussen, Autos und allem Möglichen. Und von daher ist es ist eine Fußgängerbrücke, das ist ein Luxus, den wir hier haben. Den würde man sich woanders wünschen. Und warum sollen wir auf ihn verzichten, wenn er sowieso da ist? Und vor allen Dingen, wenn der Abriss eigentlich teurer ist als die Sanierung. Also das Argument des Senates ist, die Sanierung ist zu teuer? Die Sanierungskosten sind zu teuer, A, und B, die Brücke ist überflüssig. Ja. Wie hat der Senat reagiert bisher? Zunächst hat er nicht mit uns kommuniziert, bis wir persönlich hingefahren sind. Also nach dem Motto, wenn Sie nicht zu uns kommen, gehen wir zu Ihnen und Ihnen die ersten 500 Unterschriften überreicht haben. Wir haben dann auch mit dem zuständigen Staatssekretär und dem Senator Müller, dem Bausenator, persönlich sprechen können. Die meinten, dass wir ein bisschen spät dran wären. Wären wir früher gekommen, hätten wir ja vielleicht noch was bewirken können. Woraufhin wir gesagt haben, hätten wir früher davon gewusst, hätten wir auch was unternommen. Wir machen das jetzt nicht alles hier zum Spaß. Und es gab wohl ein Bürgerbeteiligungsgremium, in dem das verlautbart worden ist. In diesem Gremium saßen 4 Leute, die teilweise aus anderen Kiezen sind, die Brücke nicht mal kannten. Also das kann man nicht Bürgerinformation nennen. Ja. Was habt ihr jetzt juristisch unternommen? Wie aussichtsreich ist das? Wir haben erstmal einen Antrag auf Denkmalschutz gestellt. Ja. Das ist ein laufendes Verfahren. Wir haben am Wochenende einen weiteren Antrag gestellt, der
den Umweltschutz und den Gesundheitsschutz der Anlieger und auch der Bauarbeiter selber quasi als Argument führt, denn der Rostschutz dieser Brücke ist bleihaltig und ein Auseinandernehmen der Brücke hätte auf jeden Fall zur Folge, dass eine Feinstaubbelastung sowohl fürs Wasser als auch für die Luft entstehen würde. Und das haben wir auch durch ein Gutachten einer Umweltexpertin bestätigen lassen. Zumal vor allen Dingen die Instandhaltungskosten vom Senat deshalb so hoch beziffert worden sind, weil eine Einhausung der Brücke gerade zum Schutze dieser Feinstaubbelastung vorgesehen gewesen ist, die an sich schon irgendwie mit knapp 100.000 Euro beziffert war. Und da hat sich uns einfach die Frage gestellt, warum werden diese Schutzvorkehrungen nicht beim Abbau der Brücke auch genauso gut angeführt? Und wie kann dann der Abbau 40.000 Euro kosten, wenn eigentlich diese Belastung auch zu erwarten wäre? Wie war jetzt, also ihr habt ja Pressemitteilungen auch geschrieben, wie war jetzt die Reaktion im Presse, Funk und Fernsehen? Gab es da Interesse? Es gab ein sehr großes Interesse im Laufe der Woche. Also wir waren im Tagesspiegel, Berliner Zeitung, in der Taz, zum Teil auch im Fernsehen. Und anfänglich war die Berichterstattung noch so ein bisschen basierend auf der Informationslage, die öffentlich verfügbar war, von wegen Sanierungskosten zu hoch und deswegen muss sie entfernt werden. Aber so im Laufe der Woche, je mehr es uns auch gelungen ist, durch eigene Pressemitteilungen und Informationsarbeit hier vor Ort darauf hinzuweisen, wie die Schieflage hier eigentlich ist, desto mehr Artikel gab es jetzt in letzter Zeit auch, die diesen Sachverhalt einfach neutral schildern. Nämlich, dass es hier eine Brücke gibt, die von Anwohnern genutzt wird und deren Abriss mehr kostet als deren Erhaltung. Ja. Wie aussichtsreich ist jetzt der Protest? Also, was passiert morgen? Wir werden heute im Laufe des Nachmittages 1.000 Unterschriften zusammenkriegen. Da bin ich ganz zuversichtlich. 800 hatten wir gestern schon. Und wenn das Wetter ein bisschen schöner gewesen wäre, hätten wir die wahrscheinlich jetzt schon zusammen. Aber ich denke, wir haben noch 2 Stunden Zeit. Diese Unterschriften werden wir dann erneut überreichen, um nochmal darzulegen, wie sehr wir als Anwohner diese Brücke erhalten wollen. Und nächste Woche werden wir dann beginnen, alternative Sanierungskonzepte vorzuschlagen, wie zum Beispiel Brückenpatenschaften. Die Idee dahinter ist, dass Anwohner, die hier vielleicht ein bisschen wohlhabender sind oder auch ein bisschen prominenter, vielleicht eine Spende tätigen und ihnen dann eine der 160 Bohlen, die es auf der Brücke gibt, quasi gewidmet werden. Wir werden eventuell eine Crowdfunding-Aktion machen und vieles mehr. Wichtig ist, dass es erstmal einen Aufschub gibt und dass die Brücke nächste Woche noch steht. Dann wäre der nächste Step, dass am Mittwoch eine Bezirksverordnetenversammlung ist in Neukölln, wo das auch schon an der Tagesordnung steht, nämlich nochmal über die Brücke zu sprechen. Das ist auch ein ganz wichtiger Termin. Und wir als Initiative wollen uns nochmal mit der Senatsentwicklung zusammensetzen. Ja. Senatsverwaltung. Aber hier am Ufer sind jetzt schon die Halteverbotsschilder aufgestellt. Also es Die waren vor 2 Wochen auch schon aufgestellt, die sind wieder weggetragen worden und sind ja ganz zuversichtlich, dass sie vielleicht morgen auch wieder weggetragen werden. Aber es besteht die Möglichkeit, dass morgen hier die Brücke abgetragen wird, oder nicht? Es besteht die Möglichkeit, dass morgen der Kran aufgestellt wird. Die Abrissarbeiten insgesamt sind für die ganze Woche eingeraumt. Das heißt, es wird eine Woche lang hier, zumindest wenn es planmäßig verläuft, im Sinne der Senatsverwaltung hier gearbeitet. Und wenn es in unserem Sinne läuft, wird es morgen einen Aufschub geben. Dann lassen wir es überraschen. Ja. Wer ist der Ansprechpartner beim Senat jetzt für euch überhaupt? Das ist der Staatssekretär Gebler. Ja. Beziehungsweise der Senator persönlich, Herr Müller. Ja. Gut. Hast du noch was zu sagen? Fällt dir noch was ein? Ich glaube, ich habe es alles gesagt. Gut. Denn jetzt wollen wir nämlich Brückenlieder singen und dazu geht es wieder. Wie kann man euch noch konkret unterstützen und erreichen?
Durch Unterschriften, durch persönliche E-Mails an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, aber auch an die Bezirksverwaltung, an den Bezirksbürgermeister Buschkowski, gerne auch an Herrn Wowereit persönlich, denn es geht uns ja nicht nur um die Brücke, es geht uns auch darum, darauf hinzuweisen, dass in Berlin halt an vielen Stellen mittlerweile schon solche Sachen passiert sind, die Eastside Gallery oder die Bäume am Landwehrkanal, um zwei davon zu nennen. Und wir treten nicht nur für die Brücke, sondern auch generell für Bürgerbeteiligung ein. Und deswegen wäre es wichtig, dass man uns unterstützt durch Unterschriften, wie gesagt, E-Mails, persönliches Engagement, dadurch, dass man verfolgt, was wir auf Facebook machen, und seinen Freunden Bescheid gibt, uns zu unterstützen. Wie heißt eure Website und eure Facebook-Seite? Die Website heißt www.kielsteg.de und die Facebook-Seite heißt www.facebook.com/kielsteg. Wann ist euer nächstes Treffen, wo Leute dazukommen können? Das werden wir auch dort ankündigen, höchstwahrscheinlich morgen Abend. Gut. Okay. Dankeschön. Danke auch. Zum Beispiel hier, Entwurf für Stadt und neuer Nebelach der Brücke, Schülerprojekt der Rückenschule, 500 Euro. Ist doch nicht teuer. Entwurf für Stadt und neue Länder der Brücke, Schülerprojekt der evangelischen Schule, 500 Euro.